Hallo Leute, da sind wir wieder bei Phoenix Wright Justice for All mit dem Beginn hier von Episode 3 Wandel im Zirkuszelt. Und ja, wir waren ja schön in einem Zirkus, haben einen tollen Magier getroffen so und dieser Magier, dieser Max Galactica, wurde festgenommen wegen eines Mordes und Maya hat uns jetzt irgendwie in die Strafanstalt geschleppt. Naja, mal sehen. 28. Dezember, 11.19 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum. Worüber reden die? Warum wurde Max verhaftet? Das fragst du den Falschen, Maya. Vielleicht hat er seine Magie benutzt, um mit einem Zaubertrick zu töten. Maximilian Galactica würde so etwas niemals tun. Fabelhaft. Was die junge Dame da sagt hat, war absolut fabelhaft. Was für ein kluges Mädchen und so ein fabelhaftes Verständnis der Ereignisse. Was soll denn bloß dieses fabelhafte Geschwätz? Willkommen im Besucherraum. Das ist Max, Nick. Sieh doch, das ist der echte Maximilian Galactica. In Ordnung, Herzchen. Zieh eine Karte. Irgendeine. Er hat ein Herzchen gesagt. Oh Gott, Nick. Entscheide dich, Herzchen. Zieh eine Karte. Irgendeine. Diese. Hab mir doch gedacht, dass du diese ziehst, Herzchen. Das Herz, Ass. Ah, er hat's, Nick, sieh doch, er hat's. Was soll ich sagen, Herzchen? Du hast meinen wertvollsten Besitz geraubt. Eines von Maximilian Galacticas Herzen. Max. Nun, dann sollten wir mal was absolut Fabelhaftes machen. Max, lassen Sie Nick eine Karte ziehen. Ich will keines seiner Herzen stehlen. Das wäre gay. Und wer bist du? Ach, wie dumm von mir. Du musst ihr Fahrer sein. Ihr Fahrer? Wie auch immer. Beeil dich. Zieh eine Karte. Irgendeine. Ich möchte diese. Nun, Herzchen, dann wollen wir mal aufrichtig sein. Du bist in den Besucherraum gekommen, um mich zu besuchen, nicht wahr? Ja, ich bin ihr größter Fan. Fabelhaft, absolut fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Was ist mit meiner Karte? Betrachte sie als Andenken. Hä? Nun, Nick, wir sollten uns an die Arbeit machen. Was ist denn los, Nick? Warum schaust du an die Decke? Ich habe nur darüber nachgedacht, was ich zu Mittag essen soll. Herzchen, kümmere dich doch nicht um die Schweinebacke da hinten. Schenk mir deine ganze Aufmerksamkeit, okay? Ja! Absolut fabelhaft! Absolut schaudererregend! Was ist denn sein Problem? Was hat der denn genommen? Habe ich jetzt die Karte bekommen? Nein, toll. Gut, dann reden wir mal mit dem. Max Galactica. Max, ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas mehr über sich erzählen. Fabelhaft. Ich glaube auch, dass wir uns besser kennenlernen sollten. What the fuck? Warum setzt du dich nicht her zu mir? Da ist eine große Scheibe aus Sicherheitsglas zwischen uns. Oh, heiliger Bimbam, warum das denn? Wenn ich nur zaubern könnte, dann würde ich diese Wand verschwinden lassen. Was faselt der da? Wie auch immer, in letzter Zeit sind sie verdammt berühmt geworden, oder Max? Bin ich immer noch Maximilian, Schweinebacke. Merkt ihr das? Oh Mann, die Leute heute machen aus jeder Mücke gleich einen Elefanten. Wie auch immer, Maximilian, Sie haben erst vor kurzem eine tolle Auszeichnung erhalten? In der Tat, es war fabelhaft. Ich habe den Grand Prix der Magier von der Internationalen Magievereinigung erhalten. Mit dieser Auszeichnung wird bestätigt, dass ich der fabelhafteste Magier bin. Es gab eine Trophäe und eine Büste. Es war ein fantastischer Tag. Wow, das ist unglaublich. Nicht wahr? Nachgewissenermaßen bin ich der größte Magier der Welt. Es war ja klar, dass er nicht als bescheidenster Magier ausgezeichnet wurde. Können wir schon wissen, wie alt er ist, dieses Arschloch?
21, der ist genau in meinem Alter und führt sich schon auf wie ein großes Arschloch. Ein fabelhafter Magier, für seine Flugillusion berühmt, des Mordes angeklagt. Oh Gott, ich krieg schon Pickel vor lauter Wut. Barrys großer Zirkus. Sie haben einen Exklusivvertrag mit Barrys großen Zirkus, nicht wahr? So ist es. Du machst deine Hausaufgaben, Herzchen. Ich bin beeindruckt. Du kannst einem Magier nicht einfach im Fernsehen zusehen, verstehst du? Magie ist so fabelhaft. Du musst sie mit deinen eigenen Augen sehen, Herzchen. Sie haben recht. Sie haben ja so recht. Wie auch immer, der Zirkus, er ist ein Dinosaurier. Etwas aus der Vergangenheit. Heutzutage ist es allen egal, was sich dort abspielt. Hä? Was meinen Sie damit? Deshalb habe ich den Vertrag unterzeichnet. Deswegen haben Sie den Vertrag unterzeichnet? Durch mich ist Barrys großer Zirkus fabelhaft populär. Die Menschen kommen in Scharen, um Max Galactica zu sehen. Ich habe diesen Dinosaurier von einem Zirkus wieder zum Leben erweckt. Aber für mich war es nur ein Zaubertrick. Ist das nicht wunderbar, Herzchen? Ja. Ich habe all diese verkrusteten Zirkusvorstellungen verschwinden lassen. Aber irgendwie mag ich Zirkusvorstellungen. Maya sieht etwas niedergeschmettert aus. Was passierte? Sagen Sie mir, was in Barrys großen Zirkus passiert ist. Ah, letzte Nacht wurde der Zirkusdirektor ermordet. Der Zirkusdirektor? Meinen Sie Russell Barry? Irgendwer hat ihm wohl etwas über den Kopf gezogen. Er war am Boden zusammengesackt. Obwohl es mitten in der Nacht war, war die Polizeipräsenz einfach fabelhaft. Die Polizei hat mich ausgiebig verhört. Wonach wurden Sie gefragt? Nach allem. Ich war der Letzte, der den Zirkusdirektor vor dem Mord gesehen hat. Ich habe ihn in jener Nacht getroffen, in seinem Zimmer. Warum wurden Sie Warum wurden Sie verhaftet? Verhaftet? Mach aus einer Mücke kein Elefantenherzchen. Sie wollten sich nur mit mir beraten, das ist alles. Nick? Max scheint nicht zu kapieren, wie ernst das hier ist. Sie hat recht. Ich glaube, ich sollte ihn mal in die Realität zurückholen. Treffen mit Russell. Vor dem Mord haben Sie den Zirkusdirektor getroffen? Worüber haben Sie gesprochen? Über Dinge, die dich nichts angehen. Maya, würdest du ihn bitte danach fragen? Worüber haben Sie mit dem Zirkusdirektor gesprochen, Max? Über gar nichts, wirklich nur Smalltalk. Wir hatten nur ein Gespräch über mein Gehalt. Gehalt? Ich bin derjenige, der die Menschen in Scharen in den Zirkus lockt. Ich denke, dass ich dafür belohnt werden sollte. Das denkst du doch auch. Ja. Das war alles, worüber Sie gesprochen haben? Natürlich. Es war eine fabelhafte Unterhaltung. Wow! Fabelhaft. Warum muss er ständig fabelhaft sagen? Was ist los, Nick? Du siehst ja völlig schief und krumm aus. Ja, super. Und ich glaube nicht, dass wir Beweise dafür haben, irgendwie. Präsentieren wir dem doch mal hier unsere Anwaltsmarke. Was ist das für eine Marke? Lassen Sie die mit einem Trick verschwinden? Ich bin kein Magier. Ich bin Anwalt. Anwalt? Warum vergeudest du dann deine Zeit, um mit mir zu reden? Er vergeudet seine Zeit nicht, Maxi. Okay, okay. Entspann dich, Herzchen. Du machst dir zu viele Sorgen, glaube mir. Wie auch immer, mir liegt schon die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge. Und die wäre? Warum siehst du mich ständig so traurig an, Herzchen? Weil sie festgenommen wurden, wegen Mordes. Oh, sei nicht dumm. Jemand wie ich würde niemals verhaftet werden. Wie das? Na, weil ich der fabelhafte Maximilian Galactica bin. Und? Ich bin der ganz große Star in Barrys großen Zirkus. Und das heißt? Ich bin reich, ich verdiene fabelhaftes Geld. Und was hat das zu sagen? Max? Hör auf rumzualbern, du veralberst mich und meinen Zauberstab. Die Polizei meint das Ganze doch nicht etwa ernst, oder?
Die verhaften niemanden zum Spaß. Sieh dir Max an. Er ist am Boden zerstört. Nun, irgendwann muss er ja mal aufwachen. Das ist doch kein Spiel. Das ist doch kein Spiel hier, verdammt. Ja? Schwar, ich meine, Sir, du bist Anwalt, stimmt's? Hä? Oh ja, ich bin Anwalt. Bitte, hilf mir, ich habe niemanden umgebracht. Niemanden umgebracht? Vielleicht bin ich verdorbener als ein Schwein beim Suhlen. Aber ein Mörder? Das ist verrückt. Ich könnte nie... Max? Ich schwöre es. Ich wollte nur die Schulden meines Papas abzahlen. Er ist daheim auf dem Hof. Okay. Ich übernehme Ihren Fall. Ehrlich? Ehrlich. Dankeschön. Ihr seid echt nett. Max? Ja? Wie lautet Ihr richtiger Name? Billy Bob Jones. Billy Bob Jones. Okay, noch einmal über die Zunge gehen lassen. Billy Bob Jones. Was ist denn, Maya? Er ist wirklich nur ein Bauerntüpel. Ein echter Bauer. Like a Bauer. Aha. Oh Gott, der war zu gut. Darüber will ich noch den ganzen Tag lang lachen. Solltet ihr also in Düsseldorf irgendeine lachende Person sehen, dann bin ich das. Entschuldige, dass ich gerade nicht so fabelhaft war wie sonst, Herzchen. Hä? Herr Anwalt. Ja? Vor ein paar Minuten hast du einer meiner Karten gezogen, nicht wahr? Jetzt wo er es erwähnt, ich habe wirklich eine Karte genommen. Es war eine Herz 10, stimmt's? Woher? Er liegt wieder richtig. Was soll ich sagen? Du auch. Du hast meinen wertvollsten Besitz gestohlen. 10 von Maximilian Galacticas Herzen. Sie haben eine ganze Menge Herzen, oder? Schon mal an Organspende oder sowas gedacht? Ich vertraue dir, Herzchen. Hat er mich wirklich gerade Herzchen genannt? Das ist okay. Jetzt schaut euch mal sein Outfit an. Pinke Haare, pink bis lila Anzug. Und diese Sterne. Wir wissen, glaube ich, alle, welche sexuelle Orientierung der hat. Okay, lass uns einen absolut fabelhaften Fall daraus machen. Los, Nick. Okay. Und, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich abhauen? Weggehen? Zum Zirkuseingang soll ich gehen. Dann gehen wir mal hin. 28. Dezember. Barrys großer Zirkus. Zirkuseingang. Da sind wir wieder. Ja, aber diesmal sind wir hier, um zu arbeiten. Das Verbrechen ist noch nicht lange her. Darum ist die Polizei noch am Tatort. Lass uns jemanden suchen, der wissen könnte, was hier passiert ist. Klingt nach einem guten Plan. Ach, ich weiß nicht, ob ich viel untersuchen soll. Ich gehe jetzt einfach mal rum. Wir haben das Zirkuszelt, Unterkunft, Hauptplatz. Da gehen wir mal hin. 28. Dezember. Unterkunft, Hauptplatz. Das ist wohl eine Unterkunft, in der die Zirkusdarsteller wohnen. Tatsächlich? Also könnte dieser seltsame Clown auch hier sein? Er ist verrückt. Ah, ihr beide. Oh, Inspektor Gumshoe. Euch treffe ich immer, wenn ich an einem Tatort arbeite, Junge. Sie arbeiten wohl immer so hart, Inspektor. Ich würde gerne weniger hart arbeiten, aber das Verbrechen kennt keinen Feierabend. Wenn ich schon im Zirkus bin, will ich den Löwenbändiger und das Hochseil sehen. Aber egal, wo ich hingehe, die Show ist überall gleich. Eine Leiche, die Bühne verlassen. Nick, er hat sich beschwert. Ha, das kommt selten vor, aber jetzt zurück an die Arbeit, okay? Gumshoe, was hast du denn uns zu berichtigen? Morgiger Prozess. Wissen Sie, wer morgen vor Gericht die Anklage übernehmen wird? Natürlich, es wird Frau von Kammer sein. Sie wird mich doch nicht wieder mit ihrer Peitsche schlagen, oder? Weshalb die Aufregung? Du triffst sie doch nur im Gerichtssaal.
Wenn sie im Revier auftaucht, knallt die Peitsche in einem fort, Junge. Inspektor Gamschow, genug von dieser von Karma. Was ist mit ihm? Was treibt er? Ihm? Was ist mit Edgeworth? Sie wissen schon, Edgeworth, nix Rivale. Was um alles in der Welt ist passiert, als er nach Hause zurückkehrte? Herr Edgeworth, du hast noch nicht gehört, was mit ihm passierte? Nick will es mir nicht sagen. Nun, um ehrlich zu sein, ich darf es dir auch nicht sagen. Sagen wir einfach, er ist nicht mehr da. Er ist nicht mehr da? Nick, was heißt das? Herr Edgeworth ist nicht mehr da. Genau was er sagte. Er ist nicht mehr da. Edgeworth ist fort. Erwähne seinen Namen nicht mehr, okay? Nick? Edgeworth ist fort! Nein! Was soll ich nur tun? Was passierte? Der Zirkusdirektor wurde ermordet, richtig? Ja, gestern Abend gegen 22 Uhr. Er starb draußen in der Kälte. Ziemlich traurige Art abzutreten, finde ich. Es war ziemlich kalt. Dies ist der Tatort, Kleine. Die Leiche wurde da drüben gefunden. Ungefähr dort, wo du stehst. Ah! Hab dich überrascht, was? Ich lache nicht. Entschuldigung, aber würden Sie mir bitte sagen, was dem Opfer passiert ist? Er wurde durch einen Schlag auf die Birne getötet, Junge. Hui! Ja, auch eine Antwort, die man sagen kann. Hui! Ein ziemlich eindeutiger Fall, was Mord angeht. Er wurde schnell gefunden. Aber? Etwas passt nicht ganz ins Bild. Ha! Es gibt immer etwas, das nicht ganz ins Bild passt. Etwas Ungewöhnliches. Und was passte Ihrer Meinung nach nicht ins Bild? Sie hatten eben etwas erwähnt. Fußspuren, Junge. Fußspuren. Fußspuren? Sieh das Foto des Tatorts an. Was ist das? Diese Holzkiste unter der Leiche? Keine Ahnung, Junge. Die Spurensicherung hat sie mitgenommen und sie untersucht sie gerade. Und? Was ist so mysteriös an diesen Fußspuren? Hey, beruhige dich. Schau dir die Fußspuren auf dem Bild genau an. Die Fußspuren des Opfers sind am Tatort zu finden. Das stimmt, Junge. Das Problem ist... Hä? Die Fußspuren des Mörders sind nicht da. Bingo. Woher kam der Killer und wohin ist er geflohen? Der Mörder kann das Verbrechen ja offensichtlich nicht im Fliegen begangen haben. Ein fliegender Verbrecher? In dem Moment macht es Klick in meinem Kopf. Völlig unmöglich. Niemand kann fliegen. Das stimmt. Niemand kann fliegen. Völlig unmöglich. Hahaha. Was soll dieses gekünstelte Lachen, Junge? Das hat nichts zu bedeuten, Junge. Hä? Mit anderen Worten, ich will nicht darüber reden. Vielleicht kann ich von ihm ein paar Informationen über Max bekommen. Tatortfoto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Infos über Max, das bedeutet, wir müssen das Profil präsentieren. Wie es aussieht, ist Max der unbeliebteste Typ im Zirkuszelt. Du weißt ja, was man sagt. Eine schlechte Einstellung trägt man immer bei sich. Er ist ein bisschen arrogant, aber nur ein bisschen. Aber so schlimm fand ich ihn nicht. Wenn jemand eine schlechte Einstellung hat, ist er noch lange kein Verbrecher. Es ist nicht nur seine Einstellung. Ich habe Beweise, Kleine. Hä? Er hat etwas am Tatort zurückgelassen. Eines seiner Markenzeichen als Magier. Ein unglaublich gut gearbeiteten Zylinder. Nun, er ist großartig verziert. Zylinder zur Gerichtsakte hinzugefügt. Max benutzt einen Umhang, Zylinder und weiße Rosen als Markenzeichen. Ziemlich prosaisch. Prosaisch? Wieder ein Fall für Bennys Wörterbuch, oder? Wen schert es, ob sie prosaisch sind? Schert es, ob es prosaisch? Warum muss das Wort wiederkommen? Wenigstens kann man sie leicht verstehen. Da habe ich wohl einen Nerv getroffen. Das hat er auch gesagt. Wer? Der Augenzeuge. Hä? Erzählen Sie uns von dem Augenzeugen. Okay, der Augenzeuge. Gibt es irgendwelche Augenzeugen? Oh, du weißt, dass ich dir das nicht verraten werde. Das ist der Trumpf im Ärmel der Staatsanwaltschaft. Na gut. Oh, da fällt mir ein. Was? Ich vergaß zu erwähnen, dass ihr beide nicht in die Unterkunft dürft.
Warum das? Oh, nur so. Habe ich mich nur dran erinnert, dass ich euch das sagen wollen sollte. Bestimmt, weil sich in der Unterkunft ein Augenzeuge aufhält. Finden wir es heraus. Oh nein, das wirst du nicht, Junge. Doch, das werde ich. Das werde ich machen. Wird die Unterkunft freigeschaltet. Und da werden wir im nächsten Part hingehen. Und du wirst uns nicht aufhalten, Gumshow. Blablabla.